Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Games Solon. Und jetzt gucken wir mal, wie es geht, Leute. Das ist erst unser erstes Spiel, spielen wir. Wie gesagt, Leute, wir werden erstmal noch auf Bild auf Weltklasse, um ein bisschen reinzugrufen. Und wenn es ein Ding ist, werden wir dann, denke ich, auch dann wieder hochgehen, würde ich sagen, Leute. Dass wir dann ins Hochgehen, würde ich sagen, dass wir dann auf Leck gehen. Wir testen erstmal ein bisschen. Und so, schau mal. Gucken einfach mal, was passiert, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt mit unseren beiden neuen Spielern, Leute. Die wir ja geholt haben, sozusagen. Musiala und Bellingham. Die zwei haben wir ja geholt. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. In Los Angeles spielen wir ja, Leute. Wir spielen jetzt in Los Angeles. In Amerika. Das ist mal eigentlich immer unser Turnier in der letzten Zeit, glaube ich, immer. Bis jetzt immer unser Turnier gewesen in Amerika, Leute. War bis jetzt immer unser Turnier, Leute. War immer bis jetzt unser Turnier, Leute. In Amerika, dass wir immer in Amerika gespielt haben. Das ist unser Ziel. Dann schauen wir einmal, wo das Vorbereitungsturnier so funktioniert. Wir müssen uns ja erst wieder reingrufen, Leute. Ist danach immer wichtig reinzugrufen, Leute, und dann schauen wir mal. Bisschen reinzugrufen, das ist unser Ziel, Leute. Oh, Junge, zurzeit haben wir ein Riesenproblem in der Tür. Er kommt gar nicht auf dem Strafraum raus, ne? Ah, Pech. Das war Pech, Leute. Das war richtig Pech. Aber das war richtig Pech. Das war richtig Pech, was wir haben, Leute. Mein Gott. Okay, zur Zeit kommen wir nicht raus aus dem. Wir kommen nicht aus dem Strafraum raus, Leute. Alter, was geht denn zur. Alter. Boah, Alter, ich hab's gedacht, dass es die Elfmeter wieder gibt, Leute. Hab schon gedacht, es gibt wieder Elfmeter, Leute. Ja, ich hab fast gedacht, es gibt Elfmeter wieder, Leute. Aber zum Glück gab es keine Elfmeter, Leute. Ah, Bellingham, Mann. Okay, ja, man merkt ein bisschen. Oh Mann, fast durchkommen, Leute. Ja, und sind du. Haben es reingekriegt, Leute, durch. Ja. Erstes Tor, Leute. Aber man merkt noch, wir müssen noch ein bisschen uns reingrufen, Leute. Wir müssen uns noch ein bisschen reingrooven in das Turnier, Leute. Und da ist das Einladungsturnier immer am effektivsten, Leute. Dieses Einladungsturnier, Leute. Um sich wieder mit der Mannschaft zum.
Sozusagen. Jetzt müssen wir halt gucken, wie dieses, wie so. Hier in Amerika spielen wir eigentlich sehr gern, Leute, immer regelmäßig. Jedes Jahr immer, glaube ich, sind wir immer in Amerika gewesen, Leute. Waren wir ja in der Regel eigentlich immer in Amerika. Sind wir ja oft immer in Amerika gewesen. Das tun die Turniere haben wir immer in Amerika gespielt oft. Haben wir ja immer gerne in Amerika gespielt, Leute. Okay, man merkt, Atletico ist kein schlechtes Team heute. Und Bellingham, einer, dass wir Bellingham gekriegt haben, war nicht schlecht. Das war erstmal gut, hier mal ein bisschen nach vorne zu kommen, Leute. Okay, du mit dem. Ja, ich wollte. Oh, Alter, durch die Mitte, Leute. Durch die Mitte haben wir das 2:0 gemacht, Leute. Zwei null gegen. Alle Menschen kaum berührt, Menschen so einfach nur ein bisschen so leicht angetatschte Ball, Leute. Muss man sagen, Menschen nur leicht angetatscht, Leute. Okay, 3:0, okay. Ah, wir müssen noch mal. Okay, ja. Ah, wir gucken aber noch ein paar Spiele. Mal schauen, noch ein paar Spiele. Ob man vielleicht noch die vorbereiten, dann noch vielleicht ein paar Spiele. Mal gucken, wie es auch nicht. Was zurzeit funktioniert, kriegen wir gute Tore. Ziemlich gut, aber okay, also wir müssen schauen, wenn es dann zu einfach wird für uns, Leute, dann gehen wir hoch, werden wir auf Legende wieder hochgehen, Leute. Und so werden wir es machen, wenn wir wieder auf Legende zu. Das sieht gut aus, ruhig spiele, sachlich spiele. Also, in dem ist war es nicht schlecht, Leute. Aber es stand halt keiner in der Mitte, Leute. Vier null, ah, es sieht gut aus mit der Mannschaft, Leute. 4:0. Schönes 4:0 und ja, jetzt.
Okay, Atletico wettet. Okay, das war aber auch meistens so, auch so, dass man könnte man in der zweiten Hälfte auch einige Spieler auch ein bisschen Spiel Anna mal sehen, wer wie gut die läuft. Ja, die Mannschaft hat man ja schon gut. Die ist ja, wo wir angefangen haben, war es hier nicht so. Aber jetzt, wo man sie ja sozusagen aufgebaut haben, Leute, die Mannschaft. Fast letzte Saison deutscher Meister geworden, Leute. Müssen wir schon sagen. Wo mal deutscher Meister wurden, ne? Und wir sind ja, wie gesagt, wir sind Titelverteidiger in der DFB-Pokal, Leute. Den Titel wollen wir ja verteidigen, den DFB-Pokal, Leute. Ah, jetzt hat er uns, jetzt hat er uns, ruhig weiter spielen, einfach unser Spiel ziehen. Okay, ja, schön ruhig. Ein. Die Mannschaft ist gut bereit, Leute. Die Mannschaft, die ist gut bereit. Muss man so sagen. Und die. Jetzt machen wir die ersten Wechsel reinnehmen, wo langsam, Leute. Ja. Aber mal gucken. Boah, die Spieler müssen Pause gönnen, Leute. Und andere Spieler auf dem Feld. Um zu gucken, wie es halt mit der Mannschaft funktioniert. 5-1. Alle. Ah, das Gegentor ist halt ein bisschen blöd gelaufen, oder? Dass wir jetzt ein Gegentor kassiert haben. Nein. So ist man halt ein Gegentor kassiert, leider. Und, oh, Real für. Oh, Liverpool. Oh, Liverpool und Barca. Ah, okay. Wie gesagt, Leute, jetzt werden wir ein wenig paar Spieler eine kleine Pause gönnen, würde ich sagen. Dass man mal Lehmann kriegt, ne? Okay, ein Stürmer, okay, ein Z. Und dann nehmen wir mal Walter raus. So, jetzt tun wir ruhig weiterspielen, Leute. Okay, wir brauchen vielleicht noch eins. Wir müssen noch vielleicht noch ein ZOM-Spieler uns gucken, dass wir noch einer finden irgendwie, Leute. Dass wir eventuell noch ein ZOM-Spieler, ein Offensivspieler, dass wir noch ein mehr haben, Leute. Dass wir vielleicht noch ein mehr ein zentrales Mittel, im zentralen Mittelfeld noch jemand haben, Leute. Wir schauen einfach mal. Aber jetzt
Oh, schön Eckball gemacht. Ja. Die Eckbälle müssen wir anmachen. Oh, ruhig, weil ruhig. Okay, Vorteile werden nach viel Ding gemacht, muss man schon sagen, die Vorteile. What? Abseits, ja. Ah, man wollte es versuchen, Leute. Gut. Okay, wir wollen hier. Hier. So, Mann, wie gesagt, Leute, wir tun ja die Mannschaft jetzt immer, wenn es immer eine eigene Mannverein gibt bei FIFA-Karrieren, so werden wir immer mit der Mannschaft. Die Mannschaft so weiter, immer weiter entwickeln und dann halt so wie im letzten Jahr, wie man da platzierungsmäßig waren, Leute, oder teammäßig werden wir die immer behalten, so würde ich sagen. So würde ich sagen, so werden wir es machen, denke ich, Leute, dass wir die Spieler so machen. Oder die Gruppe-Ding, wie die Mannschaft dann im letzten Jahr ist, Leute. So können wir die Sache lassen, wir es dann immer. Wenn wir dann schlechter werden, nächste, dann, und wenn wir mit schlechter werden, werden macht die Sache auch verschlechtern, Leute. So würde ich sagen. So, wenn es halt, ich meine, okay, so eigene Verein mehr gibt, Leute. Dann werden wir mal wieder anders da machen. So, wir haben mal so die eigene. Aber es sieht danach aus, Leute. Wir sind wieder so eine Mannschaft, torenmäßig schießen wir wieder Tore. Aber wir kriegen wieder auch wieder viele Gegentore, Leute, in die Mannschaft. Wir kriegen auch viele Gegentore. Aber ruhig hört sonst. Wir werden vielleicht am besten so viele Spiele wie möglich machen, bis ins Finale kommen. Das wäre unser Ziel, Leute. Wenn es 5 Spiele wären, es halt schön, wenn wir 5 Spiele machen können. Bis zu 5 Spiele machen könnten, wäre es halt richtig gut. Ja, das wäre halt schön. Dann könnten wir halt entscheiden, wie wir es machen, Leute. Beim nächsten Spiel wird dann unser zweiter Torhüter, der zweite Torhüter spielen.
So würde es sein, im nächsten Spiel werden dann die Nummer 2 spielen von uns leider wieder. Ja, ein Sieg ist natürlich das Beste. Dass wir halt schon gleich hier oben in der Liga Tabellenspitze dran sind, dass wir halt fürs Halbfinale qualifizieren. Ja. Das ist halt unser Ziel, für die K.O.-Phase zu qualifizieren, Leute. Das wäre halt unser Ziel, Leute. Fürs Halbfinale uns zu qualifizieren, Leute. Wir werden auch uns regelmäßig andere Teams, weil wir wollen unser Thema bankmäßig verbessern. Alter. Auf der bankmäßig wollen wir jetzt auch noch verbessern. So, Atletico hat jetzt schon mal ein kleines Problem, Leute. Sie wissen. Mit dem Gegentor, die Fahrer. Mit der Tordifferenz, was die jetzt haben, Leute, ist halt das. So müssen die jetzt halt kämpfen, Leute, um halt das zweite Spiel nicht so schlecht abzuliefern, oder was sie wissen. Das zweite Spiel sind sie halt in ein klein bisschen im Hintertreffen, Leute, die wissen. Problem ist, es hat keiner in der Mitte. Es war halt keiner in der Mitte, Leute. So, 3 Punkte und gutes Torverhältnis. Die 2 Gegentore. Sind halt vielleicht nicht ganz so unseres, aber gut, Leute. Ist halt so passiert, Leute. War halt so. Jetzt hoffen wir mal. Barca gewinnt, Liverpool, Madrid, Unterschiede. Wow, okay. Okay, das ist dann, naja. Jetzt gucken wir mal kurz in die Transfer-Ding, ob irgendwas Neues kommen ist. Dann schauen wir mal. Okay, 8 Tage. Das wäre noch, 4. Fazit, okay. Okay, den könnte man mal beobachten auf die Wunschliste. Wir wollen ja noch ein. Vielleicht noch einmal ein paar gute. Vielleicht finden wir ja noch einen, den wir ja mal nehmen könnten. Okay. So, jetzt schauen wir mal in den anderen. Ist da noch jemand neu gekommen? Nein, Bound. Okay, ZTL. Ne, sieht nicht danach aus. Okay. So, Leute. Dann würde ich sagen, tun wir jetzt weiter. Zum nächsten Spiel, Router. Aber Leute, ich würde sagen, gegen Barcelona werden wir erst beim nächsten Mal spielen. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann. Und PG, bis dann.